Jo, hallo, servus und wieder zu einer eigentlich ganz normalen Runde. Ich habe jetzt kein Thema. Ich habe nicht mehr was zu sagen. Es ist einfach eine ganz normale Live-Runde von Plants vs. Galaxy 2, aber mit einer Besonderheit. Wir spielen den besondersten Charakter, den es gibt. Also den Einhornschnapper. Der, was jetzt gleich drauf geht, weil ich gerade einen Fehler gemacht habe. Aber nein, oder auch nicht. Oder? Das war schon, weg. Gut, ja, wie gesagt, ich möchte einfach nur, ganz normal spielen, der wurde sich öfters gewünscht. Außerdem ist genau heute vor einem Jahr das Let's Play zu ihm, also mein erstes und bisher einziges Let's Play zu ihm online gegangen. Genau heute vor einem Jahr, am 19. Februar. Und jetzt habe ich ihn mittlerweile schon auf Meister. Ich dachte mir, da kann man mit Glück knapp überleben. Sollte ich weggehen. Und nein, ich dachte mir, ja, warum nicht? Spielen wir halt noch eine schöne kleine Runde hier. Den erwische ich. Easy. Der scheint nicht besonders gut zu sein. Jawohl, sehr schön. Ja, dachte ich mir, spiele ich eine kleine Runde hier. Und eine Frage möchte ich aber doch beantworten. Und zwar wurde oft gefragt, wann der Fußsoldaten-Guide kommt oder wann der nächste Guide kommt. Der kommt, wann er kommt. Ganz knapp gesagt, ich habe derzeit nicht so viel Lust auf Guides und deswegen mache ich die auch nicht. So aktiv. Oh, scheiße. Weg hier. Oh, die sind alle bei A, deswegen bin ich jetzt gleich tot. Ich hab's überlebt. Gut, was ist hier los? Oh, das ist eine Ziege. Hallo, Johnny. Genau. Lauf hin zum Wicht. Ja, genau. Die Guides kommen, wenn sie kommen. Also, da mache ich mir keinen Stress. Und ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. So. Passt. Ist der auch wieder weg? Oh, der schöne Mech. Und da ist der Johnny. Okay, okay. Na, wieso müssen die alle da sein? Ah, ganz knapp. Ich habe mich der andere noch geholt. Naja, 7 Kills können sich derzeit mal sehen lassen. Aber es geht noch besser. Wir haben aber noch recht viel Zeit zu gewinnen. Und Kills zu machen. Wo gehen wir hin? Ich würde sagen, zu B ist so viel los. Ich glaube nicht, dass ich mich dahin traue. Schauen wir mal ganz kurz rein, was da los ist. Ah, es geht eigentlich. Ah, doch, da werde ich da aufgehen. Es ist immer so ärgerlich, wenn man mit einem Schnappschnapper spielt und dann aber, wenn frisst. Also der Einhornschnapper ist eindeutig ein Schnappschnapper. Es gibt ja verschiedene Arten von Schnapper. Und mit dem muss man schnappen, weil, ja, der braucht eigentlich relativ lange, um zu verdauen. Ich könnte mir zwar das Verdauungsupgrade rein tun, aber dafür ist der Schnappschaden zu stark. Deswegen benutze ich ihn eigentlich lieber als Schnapper. Okay, B ist wieder sicher. Jetzt sind sie bei A. Das heißt, die kommen gleich. Und, okay, die kommen gleich da. Oh, genau, beide tot. Und wo kommen sie? Sie wieder da eingenommen. Das ist gut. Das heißt, wir werden jetzt bestimmt. Nee, sie wieder da. Ja, von den Zombies jetzt eingenommen. Dann mal los. Da ist er. Na, jetzt sind sie da bei B ganz stark. Den nehme ich richtig schnell ein. Ah, ist schon wieder. Ich hasse es. Schnell weg jetzt. Ich habe kein Verdauungsupgrade drin. Oh, schon tot. Alles klar. Komplett daneben, aber jetzt sieht mich zum Glück nicht. Sehr gut. Ja, jetzt ist egal, wenn ich ihn fress. Jetzt ist der nicht viel los. BC. Ja, stimmt mir vor. Ich glaube, wir werden das verlieren. Auch nicht. Baby. Also mich. Ja, ich gehe auf ihn. Ich traue mich mal. Irgendwann muss ich auf ihn gehen.
schon wieder. Aber egal, ich überlebe es, wie es ausschaut. Ah, dieser Schleim. Okay, der nächste. Solange ich überlebe, ist mir ziemlich egal, ob ich den fresse oder nicht. Aber meistens ist halt im Getümmel richtig schwierig. Da ist ein Mech. Ein Allstar, meine ich. Aufgepasst, ja, da hinter euch sind Gegner. Schießt nicht auf euch gegenseitig. Wo ist der? Der war gerade. Ah, da unten. Ja, Mine. Okay, die sind alle weg. Wir haben gleich gewonnen. Vielleicht geht sich noch ein Kill aus. Sind alle bei 7, ich glaube. Ja, und 10er Serie. Okay, und draufgegangen. Aber egal, spielst du so schon zu Ende? Ja, schon zu Ende. Ja, war ganz ein nettes Spiel, würde ich sagen, für das, dass ich vor einer Stunde aufgestanden bin. Nicht mal. Mein erstes Spiel heute war es ganz nett, finde ich. Schauen wir mal. Ey, wenn wir nicht mal Abschüsse messen. Na gut. Wirklich viele Abschüsse haben wir jetzt nicht gemacht. Aber, ja, kann sich sehen lassen, glaube ich. War ganz okay. Das war wieder mal der Einschnapper. Ich glaube, hier und wieder sind solche einfachen, ganz normalen Let's Plays ohne Thema ganz nett. Ich glaube, die kann ich machen. Ich glaube, das wird auch gern gesehen. Denke ich mal so. Gut, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat gefallen. Lasst einen Daumen da, nettes Kommentar. Bis zum nächsten Video und ciao.